Heute haben wir einen ehrenvollen Gast hier. Ich bin Pianist, ich bin Musiker, Komponist, Live-Actor, Produzent. Es gibt mich auch unter dem Namen Katharina Kabel auf der Bühne. Als Dada Global irgendwie auf der Platte. Was und wo machst du als Dada Global, als Katharina Kabel auf der Bühne? Ja, der Range ist eigentlich sehr, sehr gross. Also, ich mache sehr viel im Kunstecke. Viele Galerien, Museen, Soundperformances, Installationen etc. Und geht dann eigentlich über Filmmusik bis zu Clubmusik ist der Range wirklich sehr, sehr fest offen. So. Aber ich muss sagen, je länger mehr bin ich immer ein bisschen mehr weg vom Club gekommen mit der Musik, mit meinen Performances. Das, was nicht heisst, dass mir weniger Spass machen würde, aber ich habe irgendwie eine Art Nische. Ich bediene eine gewisse Nische, wo sonst viele andere nicht bedienen könnten, wenn ich so unbescheiden darf sagen. Es ist mir, also, seit ich habe irgendwann mal erkannt, dass eigentlich so in dem Kunstkontext ich am liebsten arbeite. Aber eben, ich bin manchmal auch enttäuscht, dass ich nicht mehr im Club quasi so oft spielen, wie auch schon. Aber das, alles, was wir hier sehen, das ganze Setup, das ist jetzt extra für den Abend zusammengestellt. Im Club-Kontext würden andere Geräte da sein. Jetzt in diesem Format stimmt das so für mich. So sollte es stimmen für mich. Ja. Also du machst in diesem Fall elektronische Musik. Genau. Und man findet dich in Clubs, man findet dich in vernebelten Keller, was schwitzig ist. Man findet dich aber auch in Kunstgalerien. Und so wie ich weiss, auch immer wieder mal in einem Theater als Vertonung. Und sozusagen auch im weiteren Kontext von Theater, nämlich machst du, glaube ich, Stummfilmvertonungen auch. Ja, ja. Ja, das ist so ein bisschen ein Steckerpferdli. Gut, dass du das erwähnst. Ich hätte es fast vergessen. Nein, das Institut für Inkohärente Cinematografie, IOIC, in Zürich beheimatet, ist federführend fast weltweit mit was Stummfilm, Neuvertonungen von Publikum anbelangt. Ich bin mit denen schon China-Tournee gewesen, jetzt gerade aktuelle Südamerika-Tournee. Und das ist eben, also eben Filmmusik an sich, das interessiert mich sehr und im Speziellen halt Stummfilmmusik ist noch ganz ein anderer Approach, eine ganz andere Hergehensweise, die man an den Tag legen muss. Ja. Aber das mache ich sehr, sehr gerne. Und ich glaube, ich bin mal letztens so, habe ich mir überlegt, wie viel ich schon vertont habe. Es sind sicher 90 Filme, die ich schon vertont habe. Okay, fast nicht ganz 100. He? Ja, ja. Ich habe ja noch etwas vor. Sehr schön, danke für deine Ausführungen. Yeah, okay. Ich blättere eine Seite um und wir kommen zum nächsten Thema. Möchtest du uns etwas erzählen über Motivation, wo dich dazu bringt, dass du genau das machst, was du machst? Elektronische Musik, Synthesizer, Sampler und Klangwerk. Ja, also wenn man es so will, ich bin leicht frustriert gewesen während meinem Musikstudium. Klavier studiert und Komposition und ich bin als Komponist unglaublich frustriert gewesen, als Teenie und als Anfang 20-Jähriger, weil es hat so selten ist der Fall gewesen, dass meine Musik hat aufgeführt werden konnte. Das ist das Problem von jedem Komponist. Und zumindest auch, nein, nicht nur jungen, sondern auch älteren Komponisten. Nein, und dann habe ich wie entdeckt, ja eigentlich mit
elektronische Musik mit Synthesizer, mit Sampler etc., mit Effektgerät, kann ich mir mein eigenes Orchester bauen. Und als, wie als Dirigent oder Genius Loci alles so habe, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Und so bin ich eigentlich überhaupt zu der elektronischen Musik gekommen. Es stimmt zwar, dass ich bin während dem Studium schon habe ich so Erfahrungen gemacht mit elektronischer Musik, aber halt dort noch ein bisschen mehr, entweder in der absoluten zeitgenössischen Musik, Computermusikinstitut und so von der ZHDK, bis halt in den Club. Aber ich habe auf einmal gemerkt, ich kann mir mein eigenes Orchester bauen. Und so bin ich eigentlich wirklich zu der elektronischen Musik gekommen und bis jetzt geblieben. Sehr schön. Wir kommen später sicher zu dem Punkt, wo du uns etwas über dein Orchester kannst erzählen kannst. Mhm. Sehr gerne. Dass du so eine Live-Show, ein Live-Act, eine Aufführung, ein Konzert, wie man möchte sagen, kannst überhaupt aufführen, braucht das eine Vorbereitung. Garantie brauchst du das eine Vorbereitung. Du machst das nicht einfach nur, du zauberst das nicht aus deinem Hosensack raus und stellst das vor die Leute an. Wie sieht das aus? Wie musst du dich vorbereiten oder tust du dich vorbereiten? Nein, eigentlich schütte ich das ja alles so einfach aus dem Ärmel raus. Nein, ja. aber sie haben kurze Ärmel, die du anhast. Jetzt musst du so viel Zeug rausschütteln. Nein, aber es ist schon so. Also, schon Rudi Carrell hat gesagt, man muss etwas in den Ärmel rein tun, um ihn rauszuzaubern. Nein, also es bedarf natürlich. Es kommt darauf an, es gibt auch meine Grooveboxes und andere Synthesizer, die ich im Vornherein programmieren muss, bis zu einem gewissen Grad. Aber eigentlich ist das ganze Setup da so, dass ich, es wird niemals zweimal so gleich sein. Also ich habe keine Partitur vor mir, wenn ich spiele oder auftrete. Ich habe vielleicht eine gewisse Ahnung von der Atmosphäre, wie sollte die sein. Aber es ist immer improvisiert, wenn man so will. Es gibt andere, die ja effektiv jedes Mal genau gleich spielen. Aber das geht für mich gar nicht, weil jede Situation, wie jetzt hier das Setup, wenn ich das so würde, eins zu eins übernehmen in einen anderen Raum, dann würde es nicht funktionieren für mich. Weil es kommt ja darauf an, was für Stimmung ist und so weiter und so fort. Aber eben effektiv so patternartige Programmierung, also ja, das geht stundenlang. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wochenlang einzelne Töne wirklich programmieren, sodass ich es kann, wie ich es will. Aber zum Beispiel weiss ich jetzt noch nicht, wie ich nachher vielleicht das kleine Konzert anfange. Das spüre ich 5 Sekunden vorher. Und so, ja, und so kann ich darauf reagieren, eigentlich. Ja. Also, darf ich etwas fragen? Nein. Entschuldigung. Vielleicht. Ja, bitte fragen. Ist gut. Also, ich zahle dafür. Ja, finde sehr schön. So wäre ich schon weg. In diesem Fall ist es korrekt, dass du die. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die allermeisten Tonabfolgen, sprich Sequenzen, bei dir auf der Bühne, also nicht auf der Bühne zusammengestellt werden, erstellt werden, sondern dass du die vorbereitest. Patterns sozusagen. Du spielst mit Patterns, die du zusammensetzen dann auf der Bühne, die du vorher aber alle schon vorbereitet hast. Ist das korrekt? Also dort, wo man überhaupt Pattern programmieren kann, ja. Allerdings heisst das aber nicht unbedingt, dass im ursprünglichen Tempo das sein muss. Das heisst auch nicht, dass ich überhaupt nichts daran verändere, live auf der Bühne. Ich tue manchmal sogar auch bei den Pattern-basierten Synthesizer und Synthesizer-Sequencer im Real Life auch noch programmieren, zum Teil. Also es muss nicht sein, dass wenn ich hier ein Pattern habe, wie jetzt hier, steht, ich kann den Namen geben, A25 MT Verden, dass es eins zu eins dort überkommt auf der Bühne, wie ich es programmiert habe. Okay, das ist aber spannend, ja. Ja. Also eben, es gibt ganz viele Parameter, die ich verändere, tue. Also von daher, ja. Und das sind eigentlich, ich habe jetzt nur so 3, die ich vorbereitet habe. Bei den anderen kann man Patterns nicht abspeichern. Ja. Okay.
Dann führt uns das gerade nämlich zum nächsten Themenfeld und das ist der Soundcheck und wie so die Vorbereitung im Sinn des Tagesablaufs für dich aussieht, wenn du noch einen Live-Auftritt hast. Ich weiss, du bist ja auch DJ und dort läuft das natürlich garantiert ganz anders ab, als wenn man eine Live-Show hat. Ja, natürlich, klar. Also eben, ich tue manchmal auftreten als DJ oder ich tue eigentlich Platten auflegen als Musiker, wenn man so will. Dort ist natürlich die Vorbereitung ganz anders. Da tue man einfach Platten neu sortieren etc. Das geht bei mir relativ schnell. Nein, und das bedarf recht grosser, bei mir jetzt in meinem Setup recht grosser logistischer Vorarbeit. Quasi einen Transport organisieren. Ich bin unterwegs mit insgesamt etwa 96 Kilo Equipment. Ich habe vier Koffer. Der Transport ist wichtig und so weiter und so fort. Ich brauche für den Aufbau mit Soundcheck in der Regel 2 Stunden, wenn man es so komfortabel haben will. Nachher natürlich mit dem Abbau auch nochmal 1,5 Stunden nach dem Auftritt. Und es ist logistisch ein kleiner Wahnsinn, aber jetzt sind wir bin ich in Zürich, von Zürich nach Zürich gefahren. Es ist natürlich noch etwas anderes, als wenn ich auf Tournee nach China oder so gehe mit dem ganzen Equipment. Das ist noch viel schlimmer. Aber es geht darum, eigentlich, am Tag selber tue ich nichts mehr gegenchecken. Ich tue abzählen. Also wie die Gedanken vor dem Auftritt, was will ich machen? Ich tue mich recht viel informieren über den Abend und im besten Fall habe ich schon so ein bisschen Ahnung, wie es könnte sein. Das läuft vorher, vom Moment an, wo ich angefragt werde, bis zum Moment, wo ich los, also quasi am gleichen Tag dann zum Auftritt komme, läuft permanent etwas im Kopf ab, wie es könnte aussehen und wie es könnte für mich stimmig sein. Also eigentlich die Vorbereitung, die fängt schon viel früher an, die ist nicht am Tag selber. Am Tag selber wird einfach nur noch gepackt. Ich habe natürlich gewisse Erfahrung, oder so, was, wie schnell und so weiter und so fort. Es braucht einfach schon recht viel Energie. Und manchmal bin ich wirklich neidisch auf die Leute, die einen Live-Act mit USB-Sticks machen. Entschuldigung, ein kleiner Scherz am Rand. Ist die Antwort für dich befriedigend oder willst du mehr wissen? Nein, ich glaube, es ist gut. Ja, nein, sehr ausführlich, sehr schön, wie du das ausgeführt hast. Jetzt sind wir ja nicht irgendwo in einer bestimmten Location, wo du gebucht bist für einen Auftritt. Jetzt sind wir da. Mhm. Und was mich interessiert. Da, jetzt sind wir da, nicht hier, sondern da. Was hast du denn da alles mitgebracht? Heute für uns. Möchtest du mal sagen, was da Schönes blinkt und leuchtet? Gern. Auf dem Tisch? Gern, sehr gern. Also, ich hoffe, man sieht es im Video, was da ganz links ist, aber ich glaube schon. Ich habe mitgebracht, sind so 4 Glockenspiele. So, die habe ich eigentlich meistens dabei. Und dann noch so Kugel, so Geissenglöckchen. Dann habe ich dabei einen Vocoder. Mit dem tue ich das Mikrofon ansteuern. Und je nachdem, wie es. Entweder brauche ich es für Glöckli, das Mikrofon, oder ich singe. Dann habe ich hier einen Synthesizer von Korg, so eine Tastatur. Dann mache ich vor allem Orgelklänge, Melodien etc. Ich habe 2 OP1, das sind schwedische Synthesizer. Auch ein Sequencer, wenn man so will, aber eigentlich mehr Standalone geht. Man kann hier mit der Antenne sogar auch Radio empfangen und absamplen. Sehr handlich, läuft auf Batterie, habe ich immer dabei. Man kann es gut im Flugzeug oder im Tram mit dem spielen. Was habe ich? Ich habe so kleine analoge Spielzeuge dabei, die Distortion, die ein bisschen raue Klänge machen. Dann eigentlich für mein Setup am wichtigsten ist
also so mein Arbeitstierli, die blaue Cork Erythripe, eine ganz alt, habe ich schon irgendwie seit 200 Jahren. Und dann die rote ist ein Sampler, die blaue ist einfach Sequencer, Synthesizer. Auf der Bühne habe ich die, im Studio bringen die nicht, die haben zu viel Hintergrundrauschen. Ich tue sie langsam auch ein bisschen zurückfahren in der Kadenz. Ich habe andere wie die Moon Machine zum Beispiel von Elektron, wo ich gerne einsetzen tue. Aber momentan auf der Bühne ich mich noch nicht so mit dem antrauen. Für mich als Farbenblind ist es nach wie vor schwierig. Ich habe dabei ein grundiges Radio aus den 70er Jahren, mit dem ich irgendwelche Frequenzen kann, catchen kann. Dann habe ich hier einen Sampler, wo ich so Field Recording Aufnahmen drauf habe, unter anderem von Meeresrauschen, Vögel pfeifen, auch Tracks vom Album zum Teil drauf habe. Ich habe ein iPad. Das habe ich nur wegen dem kleinen Örgeli. Das ist unglaublich wunderschön, also das Örgeli. Sonst brauche ich ihn für nichts anderes. Dann habe ich sogar einen Tenori On, einen japanischen Sequencer-Synthesizer. Sehr tricky, aber sehr playful. Also man kann sehr Playfulness damit entwickeln. Den brauche ich so vor allem für so Marimba-Klänge und randomisierte Abfolgen von Tönen. Ich habe einen Sequencer von Korg dabei. Der würde normal, wie es jetzt würde, neben dem Vermona Drum Synth stehen, wo ich, mit dem ich ansteuere. Der ist leider aber in der Revision. Momentan gerade. Darum muss ich jetzt mit dem einfach arbeiten, was vor allem so für Bass. Sachen für Kicks und so weiter. Da habe ich zwei Effektgeräte, ein Lexikon, wo so Delays und Reverbs hat, der Eventide Space, vor allem Reverb. Und da habe ich noch da, habe ich ein Theremin. Und weißt du, wie ein Theremin läuft? Nein, bitte. Es würde mich und vor allem uns alle zusammen sicher auch brennend interessieren, wie denn die Sachen vielleicht auch einzeln tönen. Ja, bevor wir später mal Kostprobe bekommen, wie das alles zusammen im Ensemble daherkommt. Gut. So, und so ein Theremin ist sicher ein guter Startpunkt. Gut, also dann tue ich mal ein bisschen jedes Einzelne vorstellen. So mit kurz nicht. Ich muss so schnell aufgehen. So. Also. Also, ein Theremin, ich kann schnell ein bisschen checken, ob es läuft. Ja, yeah, nein, es ist alles also mit der linken Hand tut man, je näher man am Gerät ist, umso leisiger ist es. Also es kommen wie von zu Hause, Volume up, Volume down. Volume up wäre das da. Voilà. Und mit der rechten Hand macht man die Melodie. Je näher... Es gibt natürlich noch viel. Das Theremin an sich ist eigentlich das erste elektroakustische Gerät, das überhaupt in der Masse produziert wurde. Es gibt natürlich, das ist jetzt sehr ein basic Modell. Es gibt so Ausführungen, wo richtig Melodien gespielt werden können, etc. Das ist sehr basic. Dann, ja, vorher bin ich von links nach rechts, gehen wir von rechts nach links. Dann habe ich hier eben mein kleines Örgeli beim iPad. Das kleine Örgeli, ich muss schnell schauen, wo es läuft. So, so kommt gerade. So ein Basston, den kann ich. Voilà. Und jetzt kann ich dazu noch aufbauend auf dem Basston kann ich einen Dreiklang entstehen lassen. Voilà.
Bon. Das Radio kann ich zwar schnell einstellen, ist zwar nicht so interessant. This is everything you ever wanted. So, kennen wir ja alles schon. Dann der Sampler. Dann machen wir mal Vögelgeräusch. Ich kann hier aber auch so Geräusche vom Hafen. Wasser etc. Ich könnte auch hier von meinem Album Mozart. So, können wir weitergehen zum Tenorion. Also ich tue es vielleicht so ein bisschen dran, dass man es besser sieht. Und das Radio kann gerade weg. So, laufen wir da. Man sieht jetzt einen Punkt, der von oben nach unten geht. Jedes Mal, wenn er unten ankommt, wird ein Impuls ausgelöst, der einen Ton erzeugt. Und jetzt sind wir im tiefen Bereich. Ich könnte hier oben jetzt das oberste oben so. Man sieht es jetzt, glaube ich, hoffentlich. Wir haben jetzt einen Tonart drin. Ich kann jetzt natürlich eine andere Färbung nehmen, wie. Genau. Ich kann hier auch. Ich kann hier drücken. Push nennt sich das. Das sind so Flächen, wo ich damit erzeugen kann. Ich kann aber auch von links nach rechts laufen. Kann ich Töne programmieren. Kommt gut. Voilà. Es ist eine kleine Spielerei, es hat ein eigenes Leben, es ist so wie zum Teil der Ghost in the Machine. Ich kann selber aber auch, es hat 246 verschiedene Töne drin, also Instrumente, wenn man so will. Ich kann aber mit einer SD-Karte hier meinen eigenen Klang rein tun. Ist mal sehr, sehr, sehr teuer gewesen. Ja, dann jetzt meine beiden Hauptinstrumente. Kork, ich muss schnell hier. So. Ganz klassische Groovebox. Voilà. So. Das ist jetzt die so quasi die Rhythmussektion. Die Rhythmussektion. Zwölf Rhythmusstimmen dazu. Fünf Melodiestimmen, wenn man so will. So. Das andere hier beim Sampler. Ah, ich muss etwas anderes vielleicht zeigen. Beim Sampler. Genau. So. Can't touch this. Can't touch this. MC Hammer. Can't touch this. Nur so mit Mikrofon vor dem Plattenspieler. Can't touch this. Can't touch this. Also eben, Sampling, wisst ihr alle, ist, man nimmt von einem anderen Track oder von einer anderen Musikquelle ein kurzes Stück und tut das wieder neu benutzen und weiterentwickeln. Schnell ein kurzer Disclaimer von unserer Seite. Sampling ist eigentlich verboten. Unter dem Urheberrecht, das sollte man nicht machen, das ist ganz böse. Es ist richtig ganz böse. Böse, böse, böse. Es ist sehr böse, böse und keine Millisekunde darf man benutzen. Genau. Eigentlich.
Weiter geht's. Eigentlich. Ja, es war eine kleine juvenile Söhne von mir, jetzt von meinem MC Hammer. Aber so für sich die Hai macht das ja Spass. Vielleicht. Tschigi. Ja, dann eben meine zwei OP1. Wie vorher schon gesagt, Synthesizer, sehr handlich, sehr, also Klangqualität unglaublich gut. Man kann sogar über das Internet immer wieder einen neuen Effekt dazu abladen, neue LFO-Arten etc. Ich tue jetzt einfach nur schnell mal vorführen. Ich tue mal die Tasche da drücken. Muss ich kommen gehen. So, Korg Montron, das ist ein Spielzeug, das tut als Feedback, ist analog. Man hat so kleine Parameter, Cutoff, Time und Decay und Delay auch. Also ich kann hier zeigen, es ist sehr noisy. Dann der Korg R3. Da habe ich. Ich tue mal Sögel rein. Also. Also ja, etwas für die Kirche zum Teil, je nachdem. Ja, jetzt kommt noch Glöckli eigentlich. So, ich muss mal schauen. Und jetzt eigentlich nur noch meine Stimme ist noch übrig. Mass Destruction. Hello. Massive. Ja, irgendwie will das noch nicht. Aber man kann sich's vorstellen. So. Warum willst du da nicht? Ah, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Ja. Das hat jetzt aber böse tönt zum Schluss. Ganz böse. Jetzt böse. Also jetzt erstmal wirklich danke, dass du das so detailliert ausgeführt hast. Das ist doch ein Einblick drin, wo ja jetzt nicht alltäglich ist. Man so genau detailliert erzählt bekommt und vorgeführt bekommt, wie man das macht. Wirklich, also Chapeau. Ich habe das Gefühl, dass aber natürlich Leute, die nicht im Thema sind, vielleicht noch nicht so ganz verstehen. Ja, aber das ist ja, wie soll ich sagen, die ganze Sache inhärent. Ich nehme an, wo du angefangen hast, mit diesen Sachen zusammenstellen, hast du das auch noch nicht begriffen? Mhm. Wo du das erste Mal so etwas hast gesehen, blinken, und dann ist dort Melodie und Ton und alles gleichzeitig rausgekommen. Hast du auch, so wie es mir gegangen ist, gedacht, was kommt da Musik raus? Ja, klar. Oder, also ja. Von dem her, es ist immer gut, glaube ich, wenn man eingangs sogenannten Entry Point oder einen Anfangspunkt hat, wo man kann anfangen kann.
das ist ja genau das, was wir hier auch möchten bieten, oder? Das ist das, was uns interessiert. Zu wissen, zu teilen, zu vermitteln, Anknüpfpunkte bieten, dass das Verständnis und auf das Verständnis aufbauend ein Interesse anfängt zu wachsen. Ja. Selber elektronische Musik zu machen, nicht generative Musik, sondern aus sich selber aus der Kreativität zu schöpfen. Mhm. Ja, wirklich, also bin ich beeindruckt. Ja, ich bin beeindruckt. Ja, also jetzt einfach eine Frage habe ich noch diesbezüglich. Mhm. Wie lange... Also für mich sieht das so aus, als wäre das ein ewiger Prozess, wo du schon lange drin bist. Welches ist jetzt das älteste Gerät? Und wie lange schaffst du mit dem schon? Und was ist das Neueste, wo du dich damit auseinandersetzt? Mhm. Muss jetzt nicht nur das sein, was du da hast, sondern allgemein, was du so brauchst für auf der Bühne. Ja, also das allererste effektiv ist hier auf der Bühne. Das ist eben mein Arbeitsgeld. Das ist hier die Korg Electribe Mix. Die habe ich, weiß nicht, seit irgendwie 15 Jahren, 12 Jahren, so etwas. Das ist eine lange Beziehung. Lange Beziehung damit. Ich habe mittlerweile auch noch eine Baugleiche, wo alles genau gleich drin ist, falls etwas passieren würde. Ja, nein, weil wirklich ohne die wäre ich so in sehr vielen Fällen aufgeschmissen. Aber ja, früher oder später würde sie auch sterben, so wie es halt uns allen geht. Nein, das war so meine erste und ich kann blind mit ihr spielen. Die habe ich natürlich so nach langer Zeit aus dem FF. Ich habe jetzt ein paar Sachen jetzt nicht mitgenommen, die neu sind bei mir. Düno 3, Mondmaschine, wo ich auf der Bühne noch nicht so ganz sicher bin damit. Ja, die zweite war die da, der Sampler. Momentan tue ich mich vor allem eben mit der Mondmaschine und der 303. Ah ja, genau, ich habe noch Mono-Synthi für so Bass mit. Der Manther von Maleco. Ah, sehr schön für die geneigten Zuschauer, kann man erwähnen. Das ist nicht direkt ein Klon und auch keine Kopie, aber wie darauf aufbauend auf mittlerweile doch immer noch günstige Klassiker von Roland, nämlich der MS-202. Ja, richtig. Der Maleco Manther. Ja, genau. Jetzt möchte ich aber hier schnell einen Gear-Tag, wirklich einen Gear-Tag abdriften. Das interessiert mich jetzt etwas. Im Internet liest man immer wieder darüber, dass es doch schon noch recht ein buggy, also fehleranfälliges Gerät ist, das Betriebssystem oder die Oberfläche doch immer wieder fehleranfällig ist. Ist das bei deinem Gerät auch so? Oder hast du sozusagen flüssige Kommunikation und Interaktion mit dem? Nein, du hast absolut recht. Er hat so wie der Ghost in der Maschine. Sein Eigenleben? Er hat so ein bisschen sein Eigenleben. Und er ist nicht ganz einfach. Er macht manchmal Sachen, die ich nicht will. Aber das finde ich ja manchmal spannend. Ich habe ihn jetzt auch schon... Willst du reingreifen? Nein, nicht so. So und mit der anderen Hand... Nein, mit einer Hand so und mit der rechten Hand so. Hand-Augen-Koordination. Nein, er... Magisches Ding. Ja, ja. Nein, der Manther... zum Teil weiß ich bis jetzt noch nicht, warum da nichts rauskommt. Und dann probieren wir um und dann, ja, also eben, ich, mit dem bin ich nach wie vor ein bisschen auf Kriegsfuß. Ja. Ah, Kriegsfuß? Ganz wenig. Ja. Manchmal an meiner eigenen bescheinigen Erfahrung, die ich mit Gerätchen habe, ist Kriegsfuß, aber manchmal genau so das Richtige. Das ist, gewisse Sachen bekommt man gerne, weil sie schwierig sind. Ja, natürlich, klar. Also eben nur per Aspera ad Astra. Für die Lateiner. Ja. So, was heisst das, dass die Würfel sind gefallen? Entschuldigung. Ungefähr so. Gut, also eigentlich mehr danke für die ja. weiteren Ausführungen zu deinem Gerätlepark. Doch kommen wir... Ja, zur nächsten Frage. Und wo kommt denn eigentlich die Musik her bei dir?
Wie wird die generiert? Sind das da analoge Geräte? Sind das digitale Geräte? Hast du da Präferenzen, Vorzüge? Was ist dein Standpunkt dazu? Ja, also du meinst natürlich die Arbeit im Studio. Nein, wir sind immer auf der Bühne, aber du darfst auch sehr gerne ins Studio abgleiten. Manchmal tun wir ja dort auch mit Mikrofon und Aufnahmen oder allem Möglichen arbeiten. Aber auf der Bühne ist ja. Ja, also auf der Bühne arbeite ich schon am liebsten mit. Also eben, jetzt mein Arbeitsstil in der Korkdote ist ja digital-analog, wenn man so will. Ja. Aber nicht 100% analog. Ich würde am liebsten nur voll analog arbeiten. Also die Vermona, die du jetzt eben nicht dabei hast, das ist ein total analoges Gerät. Zum Beispiel. Oder? Genauso aber wie das kleine Monotrönchen hier. Ja. Genau. Ich tue gerne, also im Studio zum Beispiel, schaffe ich nicht nur mit Geräten, sondern also mit analogen Geräten, sondern manchmal auch brauche ich digitale Synthesizer oder emulierte Synthesizer, wenn man so will, von Native Instruments. Software, VST-Plugins. Ja, genau. Okay. Zum Beispiel. Weil, da gibt es ganz tolle Sachen. Natürlich. Ja, es gibt ganz tolle Sachen. Nein, aber es ist also vor allem für sehr komplizierte Kompositionen, wo ich dann wochenlang Note für Note muss programmieren muss. So, das geht in dem Sinn mit einem vernünftigen Aufwand, nicht mit analogen Geräten. Das ist so schwierig, jahrelang dran, ohne Assistentin. Ja, aber es kommt jetzt mit dem neuen Album Pudel, hat es viel mehr analoge Geräte drauf, als beim vorigen, also das zweite Album Dadaland, wo das meiste eigentlich fast mit den Plugins ich geschafft habe, weil es einfach dort unglaublich kompliziert war. So. Ich finde jetzt, ich kenne viele von deinen produzierten Geschichten und ich kenne die schon ein paar Mal live gehört, vielleicht zwei, drei Mal sicher. Und ich würde jetzt sagen, wie es auf der Bühne tönt, wenn du mit den Geräten arbeitest und wie du die Musik produzierst, es hat. Ich würde jetzt nicht hören, wenn ich es nicht weiss, höre ich es nicht, dass du ein Stück, das du veröffentlichst, ausschließlich am Computer komponiert hast und nicht mit den Sachen schaffst, wo du auf der Bühne bist. Das finde ich immer wieder spannend, dass es, man, egal mit was das man schafft, dass man zu einem ähnlichen Ergebnis kommt, dass der Habitus einfach inhärent ist in einer künstlerischen Person. Ich finde das spannend, ich finde das Zeug von einer Kohärenz und ja. Ich sehe, was du meinst. Also für mich ist natürlich der Zugang zu meiner eigenen Musik ganz ein anderer als jemand, der in diesem Schaffungsprozess nicht dabei war. Mhm. Ist ja ganz klar. Von daher kann ich mich selten so wirklich ganz davon lösen, von der Klangästhetik, die ich eigentlich aus dem Studio kenne, oder die ich eigentlich schon erwartet tue. Aber ja, also es soll schon nicht irgendwie. Ich finde prinzipiell, ich arbeite oftmals mit meinen Synthesizer oder sei es jetzt aber auch als Plugin, anders wie ganz viele andere Produzenten oder Komponisten. Ich tue sie oftmals ganz anders brauchen, wie sie angedacht oder konstruiert auch worden sind. Und deswegen hörst du vielleicht wenig Unterschied oder hörst nicht den Unterschied, den ich höre. Also von daher. Ja, wie zum Beispiel die, also jetzt gerade, wenn man nimmt, so die Groovebox da, wo eigentlich man ursprünglich sich gerichtet hat für Live-Actor im Club mit Rhythmus-Part etc. Ich tue sie so verwenden, wie sie niemand anders, also wo ich keine verwendet tut, eben als Ambient-Gerät, als Downtempo etc. Also von daher, ja. Ja. Und da kommen wir doch jetzt zu der nächsten Überleitung und auf meinem schönen, gelben Zettel steht Liedgut. Wir sind jetzt beim letzten Punkt interessanterweise schon in das Thema eingegangen und ich möchte das jetzt noch ein bisschen vertiefen. Du bist ja eben nicht nur Musiker und Live-Act auf der Bühne, sondern du machst auch selber Musik. Also selber Musik, du tust auch
Stücke komponieren, die nicht unbedingt dazu gedacht sind, auf der Bühne von dir aufgeführt zu werden, sondern die auf einem Daten, also auf einem über ein Medium sollen als fertige Komposition wiedergegeben werden. Hm? Du machst Lieder, ja. Liedgut, deutsches ja. Liedgut. Gibt es da für dich einen Unterschied zwischen der Bühne und den Liedern? Hängt das miteinander zusammen? Befruchtet sich das oder steht sich vielleicht auch im Weg? Das ist eine schwierige Frage. Schwierige Frage. Kannst du noch ein bisschen ausführen, was du genau mit meinen Liedern meinst? Also, du bist ja sozusagen, ich habe das Wort eben nicht so gern, Produzent. Ja, ich auch nicht. Für mich, ganz ich ehrlich und offen, ein Produzent, so wie das Wort Produzent im, sagen wir mal, subkulturellen Sprachgebrauch verwendet wird, ist es ja eigentlich nicht korrekt. Ein Produzent ist jemand, der angestellt ist von einer Plattenfirma, eine Band oder ein Projekt zu begleiten, visuellen und akustischen Kontext zueinander bringen und Veröffentlichungen zusammenstellen. Der Produzent ist in der Musikindustrie nicht die Person, jetzt vielleicht du, wie ich, wie andere, die ein Home-Studio haben oder ein Style-Studio, die daheim oder irgendwo ihre eigenen Lieder machen und das dann selber komponieren. Nichtsdestotrotz sagt man im Sprachgebrauch dem Produzieren und Produzent. Und daher ja du nicht nur ein Live-Act bist, sondern auch Produzent, interessiert es mich, wie sich das gegenseitig bedingt oder eben auch nicht. Okay. Hast du es, habe ich mich ein bisschen besser ausdrücken? Ich vermute, ich weiß, was du meinst jetzt. Also klar, ich bin absolut deiner Meinung, dass das Label Produzent so über, das tut auch nicht, also bin ich ja auch nicht. Ich tue ja nicht für andere Bands produzieren und so weiter und so fort. Nur für mich als Band. Das ist eine tricky Frage. Habe ich mir gar nicht so überlegt, ehrlich gesagt. Ah, tatsächlich nicht? Ja, nicht in der Klarheit. Ich, was würde ich sagen, die Lieder, die du meinst, die ich im Studio arbeite, die arbeiten selten auf Bühne. Und umgekehrt aber auch. Mhm. Also es gibt schon einen Unterschied. Oftmals könnte ich die Lieder gar nicht auf der Bühne so in dieser Form spielen, live. Es müsste wie so halb Playback passieren und so etc. Und umgekehrt, die Sachen, die auf der Bühne funktionieren, funktionieren für mich nicht auf einer Platte, zum Beispiel. Oh, okay. Aber jetzt eben neu auf Pudel habe ich nein, da tue ich zum Beispiel Schubert-Lied auch singen und habe programmiert. Und das war übrigens sehr anstrengend gewesen, aber es hat sich gelohnt. Ich tue mich sehr gerne, lustigerweise, dass du Liedgut das nennst, sehr viel mit Schubert und Schumann beschäftigen und Brahms auch. Und das nächste Album ist irgendwie. Nein, man darf nicht zu viel verraten. Nein, würde ich auch nicht, weil ich möchte die Spannung aufbauen. Die Apologeten sind schon hinter mir. Ja. Nein, ich sehe da gerade deinen Marketingbeauftragten, der die Hände verwirft. Ja, bon. Ja, jetzt unsere werten Zuschauer und Zuschauerinnen. Bin ich mit meinen geilen Kärtchen, eines mehr. Möchte ich jetzt unseren lieben Dada Global fragen, ob er möchte uns ein kurzes Ständchen Nein. bieten Nein. Es gibt natürlich keinen Zwang, es gibt dann halt dann einfach. Für die Tat. Dritten Arsch. Würde uns freuen. Nein, gern. Du hast eine Viertelstunde, 20 Minuten, ja. Ganz wie es dir beliebt. Du kannst auch 10 Stunden. Haben alles schon erlebt. Die Möglichkeiten sind Legionen, nie vergessen. Sind wir gespannt. Nein, schalten mit dem Mikrofon ab und machen es Volume auf. Sehr gut, danke. Vielen herzlichen Dank nochmal, dass du gekommen bist. Ja, sehr gerne. Bei uns warst du sehr ein angenehmer Gast. Und danke. Alles Gute auf dem weiteren Weg als danke. Musiker. Merci vielmals, danke für die Einladung. Und Musik ab.
Thank you.
Thank you.